ging schnell. Hey, herzlich willkommen. Was für ein schönes Thema. Ich liebe dieses Thema. Heißt nicht, dass ich immer nur Freude empfinde. Aber ich begrüße euch sehr gerne mit diesem Auftakt, dass wir eine Predigtreihe starten, wo es um die Freude geht. Weil Freude ist was Elementares. Hey, wenn ich in eure Gesichter gucke, geht's euch gut? Ich muss mal Julian nachmachen. Julian, unser Pastor, der geht oft hier raus und dann sagt er als erstes, geht's euch gut? Geht's euch gut? Und ich schaue dann in die Gemeinde und finde, dass ganz viele nicken. Und dass ganz viele sagen, ja, mir geht's gut. Und wisst ihr warum? Ich glaube nicht, dass ihr das sagt, weil alles super duper ist, sondern weil wir aus dem Worship kommen, weil wir aus was rauskommen, dass wir uns begrüßt haben, dass wir uns haben, dass wir ein Zuhause hier in dieser Gemeinde haben, dass wir einfach froh sind, hier sein zu dürfen und weil wir Gott haben und weil wir ihn angepriesen haben und Danke gesagt haben und deswegen schon mal in Freude einfach sind. Seid ihr einverstanden mit dem? Sehr schön. Ja. Ein unglaublich wichtiges Thema, Leute. Freude, das wisst ihr alle, das ist ein ganz positives, starkes Lebensgefühl. Es setzt Glückshormone frei. Serotonin, Adrenalin, Dopamin, einfach nur gute Sachen. Und Gott hat es wirklich in uns hineingelegt. Er hat es wirklich in dich hineingelegt, weil er weiß, wir könnten das Leben sonst nicht schaffen. Ich sage es einfach mal so ganz provokant. Und ich möchte, dass ihr mal ganz kurz ruhig werdet und mal kurz in euch reinspürt. Wenn ihr die letzten Tage oder diesen Morgen oder jetzt, wie ihr gerade da seid, was ist gerade Freude oder wo, was hat Freude bei euch ausgelöst? Spürt mal, guckt mal, seht mal. Gebt euch mal kurz Zeit. Ich bin mir sicher, ihr habt was gefunden, oder? Wer hat was gefunden? Hand. Sehr schön. Ihr habt ohne Garantie was gefunden. Joko hat schon gesagt, vielleicht war es, dass gestern das Fußballspiel so lief, wie es lief. Vielleicht habt ihr einfach endlich Badewetter gehabt oder Sonne oder ausschlafen. Große Sachen, kleine Sachen. Ihr findet irgendwelche freudige Sachen und es ist gut so. Es ist gut so, aber es zeigt uns auch, dass ganz viele Sachen, die ihr wahrscheinlich gedacht habt und gespürt habt, von Umständen abhängig ist. Also wenn die Sonne nicht da wäre und es nicht warm wäre, könnt ihr schlecht baden gehen. Kann man machen, aber ist kalt. Wenn das Fußballspiel halt nur mal in die Hosen geht, dann waren die Umstände nicht so ideal und man muss sich ein bisschen aufmobbeln, dass man wieder gut drauf ist. Versteht ihr? Es ist von Umständen abhängig. Und wisst ihr was? Gott hat überhaupt kein Problem damit. Auch das schenkt er. Er schenkt uns ganz viele schöne Momente, Umstände, dass es uns gut geht. Aber mal ganz ehrlich, es ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Und Gott hat viel mehr bereit, wie nur, dass wir von den Umständen leben, damit wir uns immer ein bisschen nach oben schieben können. Und vielleicht seid ihr auch da und sagt, boah, geh mir mit diesem Thema Freude weg. Ich arbeite sehr viel in der Beratungsarbeit und ich kann jede Geschichte sehr gut verstehen. Und manchmal hat man Phasen im Leben, wo man sagt, boah, es tut beinahe weh, dieses Wort Freude. Ich habe Kummer, ich habe Sorgen, ich komme nicht klar, ich habe Krisen. Mein Leben läuft überhaupt nicht, dass da was mit Freude noch groß zu finden ist. Und da sind es auch die Umstände, also schwierige Umstände, die dir die Lebensfreude rauben. Es ist ein Räuber. Und umso älter du wirst, ist die Gefahr, dass dieser Räuber kommt. Ich würde sagen, Satan dich kitzelt, damit du die Freude verlieren sollst. Weil wenn du keine Freude mehr hast, dann geht es dir einfach ratzeschlecht. Also, Gott
hat mehr auf Lager. Und niemand kommt in seinem Leben durchs Leben ohne Krisen, ohne Enttäuschungen, ohne Ängste, ohne Sorgen. Kein Thema, da kann man machen, was wir wollen. Aber Gott hat die Sache mit der Freude so mega ernst genommen, dass es wirklich in der Bibel 100 Mal um die Freude geht. Das war eine Menge. Und dass 80 Mal die Aufforderung von Gott kommt, dass wir uns freuen sollen. Dass wir uns freuen sollen. Und ich habe überhaupt keinen Bock, euch jetzt eine Bibelstelle nach der anderen vor den Latz zu klatschen. Wie das bitte schön zu funktionieren hat, obwohl die super gut sind. Lest sie nach, googles, es ist super gut. Aber wisst ihr was? Simon hat schon gesagt, wenn der Himmel sich nicht öffnet, wenn die Herzen von euch nicht erwärmt werden, dann kann ich labern, was ich will. Es kommt nicht an und ich bete dafür, dass Gott eure Herzen öffnet, dass es durchziehen kann. Mein Hauptzielgedanke, ich habe einen einzigen Hauptzielgedanken. Und wenn Gott euch hilft, dass ihr den verankert und für immer mitnehmt, dann bin ich mega wie glücklich. Und ich habe ihn genannt, entscheide dich für die Freude. Es ist so banal und doch so elementar. Wir treffen jeden Tag x Entscheidungen. Du hast heute Morgen schon x Entscheidungen getroffen. Ziehe ich ein Kleidchen an oder ziehe ich Turnschuhe an oder was? Esse ich was, esse ich nichts? Wie machen wir das mit den Kindern? Kleine, große. Kaufen wir das Haus, kaufen wir das Haus nicht? Mache ich den Job nicht? Soll ich die Frau heiraten oder nicht? Ihr trefft laufend Entscheidungen. Es gibt keinen Tag, wo ihr nicht Entscheidungen trefft. Und die sind uns oft auch sehr, sehr wichtig und wir nehmen uns da oft auch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen ist mein erster wichtiger Gedanke, dass ich sage, pflanze das in dein Leben ein. Du kannst Ja oder Nein zur Freude sagen. Ich will Freude, ich will keine Freude. Und ich werde auch gleich drauf kommen, dass es eben nicht von den Umständen abhängt. Ich weiß schon, das tut manchmal ein bisschen weh. Aber es hängt nicht nur von den Umständen ab. Umstände verhelfen dir, dass es dir ein bisschen besser geht, aber es hängt nicht von den Umständen ab. Ihr könnt entscheiden. Es ist eine Option von Gott. Willst du es haben? Nehme ich die Freude? Oder sage ich Nein zur Freude? Boykottiere ich die Freude? Ich habe mir überlegt, Herr Jesus, wie soll ich es euch nahe bringen? Und viele von euch kennen den YouTuber, na, der Philipp Mickenbecker. Er ist verstorben. Kennt ihn jemand? Ein riesiger YouTuber, 1,4 Abonnenten hat er. Er ist Christ. Er ist was ganz Besonderes. Ich hatte die Ehre, bei Campus für Christus, wo auch Sandra und Michi mit unter anderem sind, wo es für Bibel-TV eine Sendung gemacht wurde und er war da auch eingeladen und ich durfte ihn neben mir sitzen sehen, nicht weil er so ein Star ist, aber ihn einfach nur mal zu sehen. Er ist sehr, sehr seit Jahren krebskrank, er ist verstorben vor ein paar wenigen Tagen und Gott hat zu mir gesagt, nicht weil ich hier jemand glorifiziere, sondern gib einfach diesen Videoclip weiter, um zu hören und zu wissen, von was ich eigentlich rede. Lasst euch mal drauf ein, genießt es einfach, wer er war und wer er bleibt in der Ewigkeit. Genießt es. Sein Zwillingsbruder teilt rührende Erinnerungen an den verstorbenen YouTube-Star Philipp Mickenbecker. Am 9. Juni verliert der kreative Webvideoproduzent den Kampf gegen den Krebs. Besonders tragisch, Philipp stirbt nur ein paar Tage vor seinem 24. Geburtstag. Rund ein Jahr lang versichern ihm seine Ärzte, dass er sein Hodgkin-Lymphom im Endstadium nicht überleben kann. Dennoch bleibt der Tüftler bis zum Schluss optimistisch und hat keine Angst vor dem Tod. Auch sein Zwilling Johannes verarbeitet den Verlust seines Bruders den Umständen entsprechend gut. So berichtet er in seinem neuen Video, das Philipp gewidmet ist.
Es ist bei mir tatsächlich im Moment so, dass ich einfach einen richtig krassen Frieden mit der Situation habe, so wie es im Moment ist. Und dass Philipp auch wirklich immer der war, der gesagt hat, er entscheidet sich für die Freude. Selbst im Leid hat er noch gesagt, er entscheidet sich für die Freude und nicht dafür traurig zu sein. Wer ihrem YouTube-Kanal The Real Life Guys folgt, weiß, die Jungs sprühen nur so vor Lebensfreude. Hier gehen die Brüder ein adrenalinreiches Projekt nach dem nächsten an. So bauen sie einen Panzer, ein U-Boot, eine Achterbahn und sogar eine fliegende Badewanne. Dahinter steckt eine Botschaft, die auch Philipp immer sehr wichtig ist. Wir haben zusammen angefangen, Videos zu machen. Und da war unsere Message schon immer eigentlich, dass die Leute rausgehen sollen. Also, dass wir die Leute wirklich ins Real Life bringen sollen. Und Real Life hat für uns erstmal eigentlich nur bedeutet, nicht am Handy zu sitzen, also dieser Gegensatz zum virtuellen Leben, ins reelle Leben rauszugehen. Ja, dazu wollten wir die Leute inspirieren. Was Philipp neben der Freude am Leben auch immer sehr am Herzen liegt, seine Freunde. Eine Sache, die dem Philipp immer ganz besonders wichtig war und am Herzen gelegen hat, war, dass möglichst viele Leute so zusammenkommen können. Bei uns war immer alles offen und die Leute sind dazugekommen und sind Freunde geworden, auch wenn sie es vorher noch nicht waren. Und das fand ich immer mega schön. Auch wenn er seinen Bruder so früh verliert, ist Johannes einfach nur dankbar für die tolle Zeit, die er und Philipp haben. Aber ihr Leben ist natürlich nicht perfekt. Es hätte so viel anders laufen können. In dieser Zeit, wo einfach alles so mega gut gelaufen ist, war es ja dann tatsächlich so, dass es Situationen gab, die richtig scheiße waren. Erstens die Sache mit meiner Schwester, das habt ihr ja alle mitbekommen. Vor 3 Jahren verlieren die Zwillinge bereits ihre Schwester Ellie. Sie verunglückt im Alter von nur 18 Jahren bei einem Absturz mit einem Sportflugzeug. Dann Philipps Krebsdiagnose. Und da war so eine Sache, wo Philipp angefangen hat, sich Fragen zu stellen. Philipp hat ja Gott dann auch krasse Fragen gestellt und da auch seine Antworten gefunden. Dass er einfach erlebt hat, nicht nur in der einen Situation, sondern immer wieder, dass Gott ihm einfach im Alltag bei Sachen krass geholfen hat. Bis zum Schluss ist sein Glaube eine große Stütze für Philipp. Und dass er sein Leben voll auskostet, wie er hier auch in einem alten Video betont. Ich glaube, das, was am Ende übrig bleibt, sind eigentlich einfach nur die Erinnerungen an die ganzen schönen Zeiten und an alles, was man zusammen gemacht hat. Schöne Erinnerungen an Philipp gibt es jede Menge. Das zeigt Johannes' rührender Nachruf hier ganz deutlich. Ich weiß nicht, was euch am meisten berührt hat. Mich hat am meisten berührt, wo er sagte, ich habe mich für die Freude entschieden. Ich habe mich für die Freude entschieden, die ich in Gott habe und ich gehe zu Jesus. Und ich gehe zu Jesus. Und viele von euch sind im Glauben unterwegs. Viele von euch haben Jesus im Herzen und zu ihm Ja gesagt. Und die Frage ist, empfindest du das auch so? Diese tiefe, tiefe Freude, dass du Gott hast. Und als ich ihn so sitzen sah, wir durften da ja nicht groß sprechen, also ich konnte kein Plauderstündchen mit ihm machen. Er sah so und ihr müsst euch vorstellen, ein Wahnsinnsstudio, aber da vorne war eine Band, eine christliche Band und wir haben dazu geguckt. Laute, tolle, junge, hübsche, nette Menschen, voller Freude, ein süßes, junges Mädel. Und mir rutschte echt durch den Kopf als etwas ältere Frau. Wie geht es dem jetzt? Knackiges Mädchen. Er weiß, er wird sterben in wenigen Wochen. Und eigentlich wäre das das Leben, was hier dieses irdische Leben wäre. Und wie sehr hätte er zunächst es genauso gewollt. Und ich spürte trotzdem, dass er Frieden hatte. Dass er sagen konnte, wenn Gottes Wille es ist und wenn er kein Wille tut, dann freue ich mich trotzdem. Ich werde in der Ewigkeit was Gutes haben, ich werde meine Schwester sehen und so weiter. Hey, wir müssen nicht alle solche Schicksalsschläge erleben. Das ist nicht das Programm von Gott, dass er dem jetzt eins drauf gibt, dass er das macht. Aber er hat gesagt, er fragte weniger warum, sondern wozu. Was kann ich jetzt machen? Und er hat missioniert und er hat missioniert und er hat wirklich überall weitergegeben, was er nur weitergeben konnte. Und hat überall im Prinzip klargestellt, was er einfach an Gott einfach hat, ihr Lieben.
in der Zeitschrift IDEA hat es geschrieben, es gab in den vergangenen Jahren keinen Kirchenleiter, keinen Pastor, keinen Evangelisten in Deutschland, der so viele Menschen mit der Botschaft von einem liebenden Vater im Himmel erreicht hat, wie Philipp Mickenbecker. Das ist unser Ding, Leute. Diese Freude. Diese Freude. Und hey, der hat Glaubenszweifel gehabt. Der hat Krisen gehabt. Der hat eine Zeit lang nicht mehr geglaubt. Aber er hat sich immer wieder entschieden, ich bleib dieser göttlichen Freude treu. Wie gesagt, die Frage ist, lebst du eher von der Umstandsfreude, Genussfreude? Das ist was Schönes, Leute, ich liebe das auch. Hallo? Aber lebst du eher von der Genussfreude, dann jagst du immer diesem Genuss hinterher, oder lebst du von dieser tiefen, göttlichen Liebe zu Gott einfach? Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und die Bibel sagt, wenn du zu Jesus findest, dann bekommst du, der Heilige Geist gibt dir sozusagen eine Frucht, und die heißt Freude. Also Gott fand es so wichtig, dass er dir die Frucht der Freude gibt. Und ich weiß ja nicht, bei mir kommen gerade in meinem Garten die Pflaumen. Und wenn ich die Pflaume angucke, dann ist sie noch grasgrün, sie wäre eklig reinzubeißen. Sie wäre grauslich, ich würde sie ausspotzen. Aber jeder weiß, dass diese Pflaume, diese Zwetschge, einen himmlischen Pflaumenkuchen mal zaubert. Und diese Zwetschge wird auf jeden Fall irgendwann eine schöne Blautöne kriegen. Es wird reifen, weil sie wächst und gedeihen. Und ich muss sie beschützen, möglichst, dass es mir nicht kaputt geht. Und das ist euer Job, Leute. Ihr bekommt die Freude liegt in euch, aber ihr müsst sie beschützen, ihr müsst sie bewahren. Und ihr müsst auf sie aufpassen, dass sie gedeihen kann. Ich liebe Erdbeeren, rote Erdbeeren, leckere Erdbeeren, schöne Erdbeeren. Hey, das ist ein gutes Bild. Ihr müsst es mitnehmen und sagen, warte mal, du besitzt die Geistesfrucht der Freude. Und es sollte euch eigentlich unglaublich fröhlich machen, dass er sagt, yeah, wunderschön. Seid ihr dankbar, dass ihr sie besitzt? Kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die wirklich Freude haben? Ich gebe mal ganz ehrlich zu, für mich sind Christen nur spannend, wo ich diese Art von Freude abspüren kann. Solange die mir erzählen, hey, ich habe gerade Urlaub gemacht und dies und das und jenes, feiert es, freue ich mich. Aber für mich sind Menschen spannend, wenn ich sehe, da ist nicht immer alles easy, busy, clappy. Und die strömen einfach diese Freude aus. Wisst ihr, ihr könnt hier eine ganze Liste haben. Leute sagen oft zu mir, ah, Doris, dir geht's wohl immer gut, du lächelst. Da sage ich, naja, es geht so. Es geht so. Ich kann dir hier eine ganze Liste runtersabbern, wie ihr auch, wo meine Ängste sind, was meine Traurigkeiten sind, was nicht in Erfüllung ging, was welche Enttäuschungen ich habe, worüber ich mich ärgere, was auch immer. Aber ich weiß, dass diese tiefe Freude, die nur Gott dir geben kann, noch viel schöner ist. Und die steht über allem. Und die steht über allem, ihr Lieben. Also seid ihr noch einverstanden, euch für die Freude zu entscheiden, und zwar für immer, egal welche Umstände euch umgeben. Und ihr seid ein bisschen für dieses Wachstum verantwortlich, Leute. Also ich gebe es ehrlich zu, viele Menschen sagen, Gott soll das doch machen. Kann er, er wird euch auch helfen. Aber ihr müsst euren Bobbes auch ein bisschen lupfen. Ne? Also ohne was zu machen geht nichts. Ne? Wir müssen unsere Einstellung, was auch immer. Und ich habe eine herrliche Freundin, die durfte ich schon vor über 25 Jahren kennenlernen. Da war ich noch relativ jung und sie ist 15 oder 18 Jahre älter als ich. Und sie kam und die hatte wirklich einen Haufen Schicksalsschläge, einen Haufen Probleme. Und sie war wirklich zu Recht fertig. Und jetzt erst 28 oder 25 Jahre später, die ist schon über 70, fragte ich sie, was war eigentlich der entscheidende Punkt, dass seit Jahrzehnten dein Leben so viel besser verläuft?
Und dann sagte sie mir, und ich sagte schon vorweg, es waren bestimmt nicht ein paar Beratungssessions. Und sie sagte, nee, die waren es nicht. Ich habe meinen Schalter umgelegt mit Gottes Hilfe und habe mich entschieden, ich bin glücklich. Ich glaube Gott, dass er mit mir ein dankbares, gutes Leben führen wird. Und das ist so ein bisschen dieser Schalter, wo ihr einfach auch immer wieder gucken müsst. Wie ist gerade euer Schalter? Dreht ihr ihn oder wollt ihr ihn einfach nicht drehen? Und in Philipper 4, 4 bis 6, da finde ich, das ist so eine herrliche Mischung, wo wir ganz herrlich mitnehmen können, wie ihr zu dauerhafter Freude, wenn man so will, kommt. Da heißt es, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ich betone es noch einmal, freut euch. Ihr könnt euch nur freuen, wenn ihr eine Geschichte mit Gott habt. Wenn ihr euch nie Zeit nehmt, wenn ihr das nicht fördert, dann wird es schwierig. Deswegen sagte ich, ich will keine Texte nur lesen, wo ihr nur sabbert, ja, ja, ja. Sondern ich möchte, dass ihr sagt, Gott, Gott rührt mich an. Da will ich wieder hin oder da bin ich. Das heißt, ich freue mich an dir. Du hast mir alles gegeben, was ich brauche. Du hast mir alles gegeben. Du hast mir das Kreuz gegeben. Ich bin ein Königskind. Ich bin errettet. Ich gehe jeden Abend, ich habe so oft gesagt, in mein Bett, lecke mich hin und sage, ich bade in deiner Gnade. Ich habe manches heute verkackt, wie jeden Tag. Aber es ist so schön, dass du der einzig vergebende Gott bist. Und schon das ist ein Bingo, dass ich mich freue. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Das ist eine Außenwirkung. Ganz ehrlich, manchmal bin ich ein bisschen stinkig und ein bisschen traurig über uns Christen. Ich empfinde es tatsächlich nicht immer so rosig. Da könnten wir ein bisschen Gas geben. Da könnten wir ein bisschen Gas geben. Dass diese Freude soll von innen kommen. Aber sie könnte mal ein bisschen. Sorgt euch nicht, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, Leute. Wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Ängste habt, was macht ihr? Wo geht ihr hin? Wo geht ihr wirklich hin? Geht ihr zu Freunden? Ist nicht schlecht. Geht ihr ins Jammertal? Braucht es manchmal. Geht ihr euch ablenken, um schnell ein schnelles Freudending zu catchen, mal wieder neue Bluse oder sowas? Kann nett sein. Geht zu Gott. Geht zum Papa. Geht zum Vater. Setz dich auf sein Königsschößchenstuhl und kläre es. Du musst nicht gleich Smiley machen, aber kläre es. Kläre es, dass das einzieht in deinem Leben, dass die Freude immer drüber ist und dann alles andere kommt. Er hat es uns nie versprochen, dass es kein Leben ohne Sorgen und Probleme gibt. Aber das ist eine Entscheidungsfrage. Immer die Freude zuerst. Gestern bin ich runtergekommen und ich habe wieder irgendwas mich kurz aufgeregt und Eberhard sagte ganz ironisch zu mir, Schatzi, entscheide dich für die Freude. Sagte, ja, ist gut. Dachte, ole, ole. Leute, aber er hatte recht. Er wollte eigentlich mir klar machen, hey, du, morgen, überhaupt, verkaufst du hier was? Und du verkaufst es nicht nur, sondern Gott ist es. Gott ist es. Zuerst die Freude oder ziemlich schnell wieder die Freude und dann dürfen wir über all die Sachen nachdenken. Und dann kommt, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, Leute. Gottes Frieden. Alle Welt sagt zu mir, Doris, wie finde ich Ruhe? Wie finde ich Frieden? Wie finde ich Geborgenheit? Hier steht's. Dass alles menschlicher Verstand nicht genügt, es zu begreifen. Sein Friede wird euer Herz und eure Gedanken und alles euch geben. Ihr kennt mich. Ich bin ein Rebell. Ich schimpfe viel mit Gott. Ich bin manchmal echt kantig. Ich greife ihn an, obwohl ich weiß, ich werde verlieren. Aber die Frage ist, wie machst du dein Säcklein wieder zu? Und das ist so wichtig. Wenn ihr Freude behalten wollt, dann seid ihr mitverantwortlich, dass ihr wächst, dass diese Freude, dass diese Frucht, meine Pflaume, dass die blau wird und dass es einen leckeren Kuchen gibt.
Und das dritte, letzte, was ich euch noch mitgeben will, das ist, beschütze und bewahre die Freude. Ich finde, endlos viele Menschen lassen sich diese Freude wegklauen. Also auch unglaublich viele Christen lassen sich diese Freude wegklauen. Mir passiert das auch manchmal ein bisschen. Aber das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Und das macht der Philipp uns auch so herrlich klar. Er lässt sich die Freude von Satan nicht weglauben, weil Satan ist dein Angreifsmacht. Er tut nichts anderes, wie dich um Hoffnung zu berauben, um Liebe zu berauben und um die Freude zu berauben, weil dann bist du ganz unten. Also Leute, lasst euch nicht berauben. Beschützt eure Freude. Das können auch schöne Sachen sein. Hey, also so spießig bin ich jetzt auch nicht und so oberfromm bin ich auch nicht, dass ich denke, wenn ich mir ein paar Schüchen kaufe oder Urlaub mache, dann ist es ja gar nicht dolle, die Freude. Natürlich ist die toll. Aber beschützt sie in dieser Tiefe zu Gott. Und ich nehme euch mal ganz kurz in einen verrückten Text eigentlich rein, in Jesaja 64 oder 61, wurscht. 61, gut, 61, super. Ich will euch mal mit reinnehmen und ich will, dass ihr euch mal kurz vorstellt, ihr lebt gerade in dem Zeitalter 520 vor Christus. Eine ganz schön abgefahrene andere Zeit. Ihr alle, wir, sind gerade aus der babylonischen Gefangenschaft frei. Wir haben dort von Vätern und Müttern gehört, wir werden eines Tages nach Jerusalem zurückkommen und da wird es mega gut sein. Da wird alles wunderschön sein. Die haben euch jahrelang Geschichten erzählt, vor eurem inneren Auge, was Freude und Glückshormone ausgesprudelt hat. Und ihr seid alle wohlwollend drauf und wir ziehen in Jerusalem ein. Und dann schauen wir auf eine Stadt. Nehmt's ernst, ihr schaut auf eine Stadt, wo nur Trümmerhaufen liegen. Wahnsinnig. Wo nur Trümmerhaufen liegen. Ich weiß nicht, zu welcher Sorte du neigst von deinen Emotionen. Schockstarre? Weinen? Schreien? Wut? Auf jeden Fall wäre keine Freude dabei, oder? Ich wäre nicht freudig. Ich wäre sowas von sauer. Ich wäre wahrscheinlich, man weiß es ja nie, ne? Aber wahrscheinlich wäre ich der Meckerer. So eine Scheiße, auf alles gebaut. Ganze Ding müssen wir jetzt alles wieder machen. Was stimmt überhaupt mit diesem Gott? Ist der überhaupt real? Hilft er überhaupt mal? Vielleicht sagt ihr was anderes. Vielleicht wäre er auch fähig, euch in Gottes Arme zu fallen zu lassen. Aber dann kommt der Prophet Jesaja und ihr seht es an diesem Text, was er ihnen ausspricht. Und dieser Text, den gibt es wieder im Lukas-Evangelium bei Jesus, weil Jesus selber genau das für dich ist. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um dich zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Also wenn eure Herzen gebrochen sind, dann will Jesus es heilen. Und dass die Gefangenen wieder freigelassen werden, dass ihr befreit lebt. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben wird. Da sollten wir mal Gott klatschen, dass er so für uns sorgt, ihr Lieben. Ich mag diesen Text, weil ich mag ihn wegen diesen drei Bildern. Also ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich Asche mitbringe. Und Ewald sagte, du Schatzel, das macht eine wahnsinnige Sauerei. Willst du das hinterher wieder wegputzen? Dann dachte ich lasse es. Aber ihr könnt euch Asche vorstellen. Wer einen Ofen hat, Kamin, der weiß, dieses Ding zu putzen ist nicht schön.
Und wenn ihr ein Feuerlehr macht, dann wisst ihr diese Asche. Hey, im Alten Testament haben die Leute oft Asche über ihr Haupt gegeben. Sie haben sich in Säcke verkrochen. Und wir sagen deswegen, ich sage das vorher auch manchmal, wenn ich was verkacke oder wenn ich mich irgendwo schuldig mache, wow, Asche über mein Haupt. Asche über mein Haupt. Das heißt, oh Gott, scheiße, soll man nicht sagen. Aber nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ich habe mich schuldig gemacht. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Versteht ihr? Asche über mein Haupt. Aber es wäre so wichtig. Was sagt Jesaja oder Jesus zu uns? Hey, weg mit der Asche. Weg mit der Asche. Freudenöl. Gut riechendes Öl. Kostbares Öl. All diese Sachen. Genießt es. Nimmt dieses Öl. Was sagt er noch? Kopfschmuck. Kopfschmuck, das heißt was auch immer. Macht euch schön. Freudenfest, ihr habt Gott. Ihr habt Jesus. Das ist eine Verheißung. Es wird weitergehen. Ihr seid Königskinder. Und er sagt, Lobgesang. Lobgesang statt einem betrübten Geist. Und deswegen liebe ich, dass wir so viel Worship machen. Deswegen liebe ich es, dass wir viel singen. Deswegen liebe ich es, weil Gott wusste, dass Depressionen und all die Sachen durch Singen, es ist erwiesen sogar, wir müssen nicht immer Christen sein, es ist erwiesen, dass unser Gemüt nach oben fährt. Vielleicht ist es für andere Leute eine Meditation oder was auch immer. Aber Lobgesang, Lobgesang gibt Freude zurück, gibt ein dankbares Herz. Wir positionieren uns. Vorher, ich weiß nicht, in welchem Lied oder ob Simon es gesagt hat, er sagte, wir werfen unseren Blick auf dich, Jesus. Nur du, nur du. Und in dem Augenblick gehen alle anderen Sachen auf die Seite. Und wie gesagt, das Video habe ich auch deswegen gemacht. Er hatte wirklich gesagt, er will in seiner Beerdigung keine Trauerkleider. Hey, das müsst ihr nicht so machen. Andere brauchen das. Das ist okay. Aber er hat sich entschieden. Freude war für ihn ein Ausdruck von festlicher Kleidung, von kostbarem Öl, von Tanz, von Freude, dass er jetzt bei Jesus ist. Ich bin durch, ihr vielleicht auch. Wie könnte mein Satz oder mein Kernsatz, das ich mitgeben will für diese Woche, kein anderer sein als entscheide dich für Freude, Leute. Und wenn ihr im Augenblick gerade wo hängt, entscheidet euch für die Freude in Jesus, mit Gott, durch Gott. Ihr müsst es gar nicht alles machen. Er hilft, er gibt, er macht. Der Heilige Geist macht, er arbeitet mit euch. Lasst diese Freude wachsen durch Gott. Und beschützt eure Freude. Niemand darf euch diese Freude wegnehmen. Gibt sie niemals her, weil das trauert Gott ungemein. Und wenn er Hilfe braucht, werden nachher gleich ein Gebetsteam haben, ihr könnt kommen, was auch immer eure Themen sind, lasst, das Gebet ist was ganz Elementares dabei. Oder wenn ihr einfach Kleingruppe, Lebensberatung, liebe Menschen, Mentoren, aber sorgt dafür, dass ihr in der Freude aufgefüllt seid mit Gott. Damit ihr ein kostbares Leben haben könnt. Könnt ihr ein bisschen Freude in euch spüren? Freude, die nur Gott geben kann. Früher gab es so ein Lobpreis-Oldtimer-Lied. Alles, was die Freude ist. Aber ich weiß nicht, wie es geht, aber viele kennen es. Und da heißt es einfach, niemand kann mir diese Freude wegnehmen. Niemand. Niemand. Gott hat es in euch implantiert. Es ist eure Frucht. Es ist eure Frucht. Und die soll reifen und groß werden, bis wir ganz bei Jesus sind. Bis wir ganz bei Jesus sind. Puh, ich
steht doch mal auf. Wir wollen jetzt gleich ganz bewusst nochmal Worship machen und alles an Gott weitergeben. Und ich möchte einfach noch kurz beten. Vater im Himmel, du bist unser Schöpfer und hast die Freude schon hineingelegt, als wir geboren wurden. Jeder besitzt Freude, vielleicht ist es genetisch ein bisschen unterschiedlich, aber wir besitzen Freude. Und wir danken dir dafür. Und wenn wir zu dir Ja gesagt haben oder wenn jetzt jemand hier ist, dann kann er heute jetzt sein Leben dir geben und zu dir Ja sagen. Und dann haben wir die Frucht, eine übernatürliche Geistesfrucht der Freude. Danke, dass du an alles gedacht hast, dass wir gut durch dieses Leben kommen. Vater, hilf uns, dass wir dieses irdische Leben, das irdische Leben wunderbar auskosten und für dich Gutes tun. Aber dass wir nicht denken, dass es das Allerwichtigste ist. Denn du, bei dir ganz zu sein, das ist das Allerwichtigste. Wir nehmen alles mit eines Tages in diesen Himmel. Und ich bete für jeden, der Kummer hat und der immer noch denkt, geh mir weg mit dieser Freude. Dass trotzdem jetzt Wiederherstellung passiert, dass ein nächster Schritt gesucht wird, dass wirklich Heilung einkehrt. Nimm wirklich Asche von uns weg, dass wir uns für das Öl entscheiden, für all die guten Sachen, die du bereit hast, Herr Jesus. Dass wir vergebungsbereit sind, dass wir unser dankbares Herz ja, einfach nach oben schieben. Aber wir danken dir, dass wir es nicht alleine machen müssen, dass alles von dir kommt, dass alles von dir ist, dass alles von dir ist. Ohne dich könnten wir nichts tun. Ohne dich könnten wir nichts tun. Wir preisen dich. Wir preisen dich für deine Liebe und für deine Freude in Jesu Namen. Amen.